Hallo meine Lieben, heute wieder ein neues Video über das Thema Daten. Im letzten Video habe ich euch ein paar Tipps über das Online-Dating gegeben. Heute ist ein Tipp-Video für unsere Herren der Schöpfung da draußen nochmal, was ich schon hatte, doch dieses soll heute ein bisschen kürzer werden, ein paar andere Tipps mit drin sind, vielleicht ein, zwei sich wiederholen. Aber ich will es nochmal kompakt zusammenfassen, was ich echt wichtig finde und euch ein paar Erfahrungen aus No-Go-Situationen geben, die ich schon bei Dates hatte, damit ihr Jungs das nicht vielleicht auch falsch macht. Okay, Thema Nummer 1. Ich finde es ganz wichtig, dem Mädchen oder der Frau, mit der ihr verabredet seid, bis kurz vor dem Date Kontakt zu haben. Also gerade, wenn ihr Online-Dates, online euch kennengelernt habt, mache ich die Erfahrung und habe sie schon gemacht. Es kann passieren, dass man nun mal versetzt wird. Und jedem Mädel wird es da draußen schon passiert sein und vielleicht auch ein, zwei Jungs. Und es gibt einem ein Gefühl der Sicherheit und Beruhigung, wenn man auch kurz vorher schreibt, oh ja, ich mache mich gerade fertig und freue mich schon auf nachher. Ja, ich mache mich dann los, bis gleich. Selbst zu schreiben, oh du, meine Bahn hat gerade Verspätung, ich sitze in der U-Bahn. Mach dich nicht verrückt, wenn ich 5 Minuten zu spät komme. Es gibt nichts Schlimmeres für ein Mädchen warten da draußen und sich zu denken, wo bleibt er denn? Und ich kann es euch auch sagen, Mädels sind viel beruhigter und kommen entspannter zum Date, wenn sie so kurz vorher den Kontakt noch mit dem Mann hatten, weil, wie gesagt, man wurde schon versetzt und ich hatte das schon die Situation, dass ein Kerl zu mir gesagt hat, lass uns doch Freitagabend dann und dann treffen. Und ich einfach aber dann 2 Tage nichts von ihm gehört habe. Und ich mir gedacht habe, boah, was ist denn die 2 Tage los? Ich bin natürlich nicht hingegangen und das war auch gut so, denn er hatte sich dann gar nicht mehr gemeldet. Ich hatte ihn nochmal an dem Tag gefragt, hey, wie sieht's mit heute Abend aus? Klappt alles? Backup holen? Kam nicht zum Mann. Pff, bin ich denn blöd und gehe dann dahin? Habe ich Bock in der Öffentlichkeit zu stehen, mich zu versetzen? Nicht mit mir. So, von daher, Jungs, ganz wichtig, haltet den Kontakt so ein bisschen noch kurz vorher. Ob SMS, es kann ein kurzer Anruf, es kann eine SMS, eine Nachricht bei Facebook, whatever sein. Hauptsache, ihr seid nochmal ganz kurz so im Kontakt. Tipp Nummer 2, Vorbereitung. Jungs, geht unbedingt duschen. Ich hatte schon mal ein Date, da kam der Mann an, mit fertigen Haaren, ungewaschen, ungepflegtem Bart. Ah, ich dachte mir nur so, wow, eigentlich müsste ich dich umdrehen. Aber ich bin ein Schisser. Ganz recht, ich hab das Date wirklich durchgezogen, anstatt ich mal die Courage und den Arsch in der Hose gehabt hätte, einfach gleich abzuhauen. Nein, ich war zu fein, hab's durchgezogen. Körperpflege ist nicht nur eine Sache, für die wir Frauen zuständig sind, sondern auch ihr. Was zum Beispiel die Haare betrifft, ein bisschen Gel oder Wachs in den Haaren sieht ganz flippig, lässig und sexy aus, wenn sie so total durchgewuschelt sind. Macht jetzt nicht 5 Tonnen Haargel rein, dass sie so spitz nach oben stehen und man sich so denkt, ist da eine Wachstonne gefallen? Nicht übertreiben, Jungs, das geht auch für uns Mädels. Also bleibt auch chillig. Outfit-technisch, Jeanshose. Ist es so schwer für euch Jungs, eine normale Jeans zu finden? Ich hatte schon Jungs, die sind mit Hochwasserhosen gekommen. 8. Klasse? 10. Klasse? Seid ihr noch Grundschüler? Kauft euch eine ordentliche Hose. Sie sollte nicht zu sehr schlabbern. Kommt schon, Jungs, ein bisschen eng ansetzen. Wir sehen einen knackigen Hintern. Das macht uns auch an, ja? Also von daher, eine richtige gute Hose macht schon mal tausendfach Eindruck. Und kommt auch nicht mit durchgeranzten Schuhen, die schon 5 Millionen Mal durchgelaufen sind, schon Löcher haben, whatever, und mega dreckig sind. Ordentliche Schuhe. Ihr müsst nicht in Anzugsschuhen kommen oder irgendwas. Es können auch Sneakers oder irgendwas sein, aber sie sollten nicht gleich schon auseinanderfallen. Was den Bart betrifft, zum Max-Wuch, checkt es aus. Ich zum Beispiel bin ein Riesenfan von Bart. So ein 3-Tage-Bart an einem Mann. Dran lassen, Jungs, bitte. Lasst euch sogar einen wachsen für mich. Es gibt aber auch Mädels, die sagen, sie stehen auf das glatt rasiert. Von daher könnt ihr das schon ein bisschen auschecken vorher. Das lässt sich schon rauskriegen. Wenn, wie gesagt, ich hatte mal, der kam ungepflegten Bart. Der war wuschelig, krisselig. Geht auch nicht, Jungs, ja? Trimming, schon mal was davon gehört. Einfach ein bisschen stutzen. Voila. Okay, ich hatte schon mal ein Date. Und das ist ein No-Go für mich, okay? Also bei 2 Dates zum Beispiel ist der Mann mit einem Rucksack aufgetaucht. Was zur Hölle hat ein Mann denn alles bei, dass er einen Rucksack braucht? Er ist unpraktisch und sieht uncool aus und ist einfach, sieht nach junge Schuljunge aus. Also Rucksack, wirklich, ne, es gibt schicke Männerhandtaschen, habe ich kein Problem mit. Diese so Umhängetaschen, ganz cool. Kommt ihr sogar ohne alles an, sieht es noch lässiger aus, oder es gibt so sportliche, wenn so ein Mann vom Sportgrad kommt und eine Sporttasche auf dem Rücken, aber er sagt, sorry babe, ich war gerade beim Sport. Dann denkst du dir als Frau, oh Gott, er war gerade beim Sport und kommt jetzt noch mit seiner Sporttasche an. Hat auch einen gewissen Sexappeal, ist in Ordnung, ist durchgehbar. Rucksack, nein. Was müsst ihr alles dabei haben, wenn ihr mit euch trefft? Wir sind verabredet, wir gehen vielleicht essen oder was trinken. Nun erzähle ich euch, was der eine Mann aus seinem Rucksack rausgeholt hat. Was das Punkt Rauchen betrifft, was der Mann bei meinem Date gemacht hat, ist in einer Bar
einmal Tabak rauszuholen, eine Stopfmaschine rauszuholen und Hülsen rauszuholen und sich während des Dates in einer öffentlichen Bar, wohlbemerkt, Zigaretten zu stopfen. Okay, okay, ich gehe zu. Sich die zu drehen kann cool, lässig, sexy sein. Kein Problem. Es sind auch teuer Zigaretten. Kenne ich aus Erfahrung. Aber stopfen? Hallo, stopft sie vor. Es gibt schicke edle Etuis, da könnt ihr sie reinpacken. Und ihr müsst nicht diesen widerlichen großen Rucksack mitschleppen. Nächster Punkt ist, habt Geld dabei. Okay, ich kann es verstehen, ihr seid, es gibt Männer, die haben nicht so die Massenkohle, getrennte Rechnungen sind kein Problem. Aber wo ihr mit ihr am meisten, am wenigsten Eindruck bei einer Frau macht, ist, wenn ihr sie zahlen lasst. Und das ist mir auch schon passiert. Ich musste die Zeche prellen, weil der Herr kein Geld mehr hatte und keine Karte zahlen konnte. Habt Geld dabei. Habt ihr die Möglichkeit, das Mädel einzuladen? 1000 Pluspunkte, ihr schönen Eindruck. Ting, 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 ting. Könnt ihr es nicht? Ist es kein Problem. Ich finde, man sollte sich nicht über materielle Dinge definieren. Dann ist es auch okay, getrennte Rechnungen zu machen. Aber habt überhaupt Geld dabei. Und seid flexibel, wenn ihr zum Beispiel nicht nur 10 Euro und dann heißt es, okay, wir gehen heute was essen und das war's. Sondern habt ein bisschen mehr dabei für die Option. Ihr sagt, ihr geht da noch was trinken oder ihr geht noch ins Kino spontan. Whatever. Seid flexibel, also habt ruhig ein bisschen Geld dabei. Klingt für manche jetzt vielleicht oberflächlich, aber finde ich total wichtig bei dem Date. Und das könnt ihr doch wohl nach meiner Erfahrung verstehen. Die Sache des Ortausmachens. Jungs, bitte für die Zukunft. Und das ist mir auch schon oft passiert, gefragt worden. Fragt uns nicht, ob wir uns zu Hause treffen wollen. Weder beim ersten, zweiten oder dritten Date. Damit könnt ihr warten. Also ich sag mal so, Orte ausmachen. Es ist in Ordnung, wenn ihr das Mädel fragt, was sie machen will. Ihr zeigt damit, ihr habt Interesse und ihr geht auf sie zu. Aber habt Vorschläge parat. Sagt zum Beispiel, ich habe mir überlegt, wir könnten vielleicht das und das machen oder wir könnten das und das machen. Das ist super, finde ich gut. Noch besser finde ich, wenn der Kerl sagt, ich habe mir was überlegt, lass dich überraschen. Welche Frau wird nicht gern überrascht? Von daher, bitte Jungs, überlegt euch vorher was, bevor ihr uns fragt. Ganz wichtige Sache und ein No-Go, was ihr nie bei einem Date machen sollt, Jungs, ist... Ja, sehe ich auch so. Hallo? Hallo, ich sitze dir gegenüber. Du kannst mit mir kommunizieren, mir in die Augen gucken. Wir können auch miteinander reden. Oder alle 5 Minuten macht's. Ah, sorry, ich muss dir nur ganz kurz was klären. Meine Kumpels und ich wollen jetzt nachher noch was treffen und so. Was? Du willst dich nachher noch mit deinen Kumpels treffen? Das sagst du mir beim Date und das klärst du beim Date ab. Deine Chancen sind gleich null, denn du scheinst kein Interesse an mir zu haben. Jungs, Handys aus oder laut das, lass es in der Tasche und im Notfall mal raufgucken. Kein Problem, auch ein Mädel hat einen Bock mal raufzugucken, aber in Maßen. Ich weiß auch, dass es total schwer ist, den Mut und die Courage bei einem Date aufzubringen und einem Mädel ein Kompliment zu machen. Trommelwirbel, macht es trotzdem. Okay, was ist so ganz schwer zu sagen? Wow, du siehst echt klasse aus heute. Oder mal einfach rauszuheulen, rauszuhauen, nicht heulen. Oh, ich find dein Lachen so toll. Boah, ich bin Butter in seinen Händen. Ist es so schwer, Jungs? Ist es so schwer? Nein, ist es nicht. Wie gesagt, ich weiß, wie schwer es ist, Komplimente zu machen. Auch ein Junge will vielleicht mal ein Kompliment hören. 80% der Fälle bekommt ihr meistens auch eins von den Mädchen zurück. Von daher haut mal gut eins raus. Überflutet uns auch nicht mit Komplimenten, also ihr braucht mir nicht die ganze Zeit sagen, oh, du siehst so gut aus, oh, du hast ein tolles Lachen und deine tolle Figur und deine Beine sind so toll und du riechst so gut und ja, du bist so intelligent und so schlau und so erfolgreich. Wow, 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 das ist mir auch zu viel. Gang runterschalten! Also, von daher, Jungs, ein, zwei Komplimente sind vollkommen in Ordnung und sind echt toll, aber ihr müsst es nicht over the top treiben. Last but not least, der Kuss. The Kiss. Kiss the girl, shalalalalala, my oh my, get the boys to shine, come on and kiss the girl. Ich weiß, ganz schwieriges Thema. Ist auch unterschiedlich, kann man nicht immer so sagen. Ich muss gestehen, einen Kuss beim ersten Date finde ich perfekt. Es gibt den obligatorischen Abschiedskuss, bin ich zu ungeduldig für, gibt es Mädels, die ihnen reicht es, die finden es aufdringlich vorher. Wie merkt man, ob ein Mädel geküsst werden möchte? Gibt ein paar Anzeichen.
Körperliche Nähe Nummer 1. Sie sucht eure Nähe, sie schaut euch dabei in die Augen, ihr haltet vielleicht auch schon Händchen. Und das sind Anzeichen dafür, dass sie doch schon auch in deine Richtung kommt und du sie küssen kannst. Wichtig ist auch ein Anzeichen, Vorbeugen eurerseits, um zu gucken, ob sie auf dich auch drauf eingeht. Tut sie's nicht, greif nach vorne und nimm ihren Fussel vom Pullover und du bist aus der Situation ein bisschen raus und sagst, oh sorry, du hattest hier was. Du merkst, sie ist nicht mit drauf eingegangen. Geht sie mit drauf ein? Chancen stehen gut für einen Kuss. Finde ich einfach wichtig. Warum ich persönlich kann nur von meiner Erfahrung sprechen, ich beim Date, einen Kuss beim ersten Date gut finde, ist, es ist nicht zu viel, es ist nicht gleich begrapschen und sich übereinander herfallen. Es zeigt aber trotzdem, dass derjenige ganz, ganz großes Interesse hat, denn man küsst nicht jemanden einfach so. Es ist, außerdem gibt es gleich eine gewisse Chemie, kann man abchecken, ist der Kuss gut, verstehen wir uns, was das Küssen betrifft. Und, oh mein Gott, sind wir doch mal alle ehrlich, Küssen ist toll, also gibt uns gefälligst einen Kuss beim ersten Date. Okay, das waren es jetzt wieder 9 Tipps heute. Ich weiß gar nicht, wie viel sich jetzt überlappt hat, ich glaube 1 Dinge schon. Ich hoffe für euch Jungs waren sie hilfreich. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, noch weitere Fragen über Mädels und Date-Tipps habt, lasst mich in den Kommentaren wissen. Ich beantworte sie gerne oder mache dann ein neues Video draus. Und bis zum nächsten Mal, bleibt wie ihr seid. Of course, you are gorgeous. Mua.